Und, bist du bereit? Sehr gut. Ein bescheidenes Kreuz, ein Steinhügel und eine bescheidene Aussicht. Hallo und Grüße aus dem Fliederwald. Ich bin Flatterby und heute geht es auf eine kleine Wanderung direkt von der Haustür weg. Was tut man, wenn einem die ganzen Autos da am Nerv gehen? Man geht einfach direkt von sich zu Hause ins Grüne, denn es ist immer noch Lockdown und deswegen nehme ich euch einfach mit, weil ihr kennt es möglicherweise auch nicht so richtig weit hinaus. Und, bist du bereit? Sehr gut. Unglaublich. Na, lieber Bella, was sind deine Erwartungen an die heutige Wanderung? Einen schönen Tag. Das ist aber sehr bescheiden, oder? Ich bin immer bescheiden. Mir ist da noch nicht aufgefallen, gell? Ja, es ist kein Geheimnis, dass ich in Berchtesdorf zu Hause bin. Für Leute, die so eine Tour nachgehen wollen, oder eben genau diese Tour nachgehen wollen, sei empfohlen, dass sie mit der Schnellbahn nach Berchtesdorf anreisen. Dann sind sie nämlich ziemlich in der Nähe von dem Punkt, wo ich mich jetzt befinde und können eigentlich direkt von der Schnellbahnstation losspazieren in Richtung der Wiener Stadtgrenze zunächst einmal. In Anlehnung an einen bekannteren Auto-YouTuber, als ich einer bin. 8.35 Uhr, Kilometer 1,6, willkommen vom Höllriegel. Sollte das jemals wer zutragen, lieber Sebastian, dann alles gut, bist ein cooler Typ. Aber das ist einfach so charakteristisch von dir, das haben wir jetzt nicht verkneifen können. Ja, schönen Blick auf Berchtesdorf mit seiner Wehrkirche und dem Turm. Bald wieder 500 Jahre. Dahinter haben wir den Anhänger, den Sender oben schön sichtbar. Wobei der Sender ist ja gar nicht am Anhänger, das ist ja der Vierjochkogel. Ne? Berchtesdorfer Heide, Bierhäuselberg, Parablüberg. Werden wir heute alles noch von der anderen Seite sehen. Ja, ganz aufmerksame Zuschauer werden diese Stelle eventuell identifizieren können als den Endpunkt von unserer Wanderung auf den Eichkogel und über die Ruine Kammerstein. Und bei der halten wir uns jetzt rechts auf die Hochstraße und Richtung Wien. Man hätte nämlich auch genau von hinter mir gerade auf diese Stelle kommen können, wenn man weiter vorne noch ein bisschen höher aufgestiegen wäre und dann erst rechts abbogen. Aber wir haben uns da mal so entschieden, weil wir haben heute noch genug Höhenmeter. Ja, circa 3,5 Kilometer haben wir gebraucht, bis wir wirklich ins Grüne kommen. Und das Grüne haben wir ausgerechnet in der Großstadt gefunden, nämlich in Wien. Man könnte dem Stadtwanderweg 6 folgen oder man kann da nach links abzweigen auf eine wunderbar aussichtsreiche Strecke über den Zugberg drüber. Ja, jetzt werdet ihr euch denken, klettern, von was reden die da? Und die Überraschung folgt auf dem Fuße. Da gibt es tatsächlich Felsen und Wände, weil da war mal ein Steinbruch. Wir befinden uns im Klettergebiet der sogenannten Mitzilanger Wand. Ja, gut, durchaus steil geht es da nach unten, gell? Schöner Platz und trotz Millionenstart und Samstag in der Früh nicht wirklich überlaufen, oder?
Ja, ich habe ja den Verdacht, dass der Zugberg deswegen Zugberg heißt, weil sich dieser Höhenzug ziemlich zieht. Aber vielleicht war es den Hintergrund des Namens ja irgendwer. So, am Ende dieser Mauer kennt man jetzt da geradeaus weiter zur Wiener Hütte, wo alle gingen. Oder? Man birgt da ab und folgt ihr ein wenig. Ja, diese Stelle muss man unmarkiert finden. Ist aber ganz leicht, weil dort, wo es nämlich wieder anfängt bergab zu gehen, ist man schon zu weit. Ja, da blüht er schon, der Bärlauch. Ja, auch im unmittelbaren Umfeld der Millionenstadt ist man bemüht, naturnahe Wälder zu schaffen. Und das gelingt gar nicht so schlecht, wenn man sich diese Bilder anschaut, oder? Ja, hinter mir sieht man eine Einmündung. Das ist der Weg, den man gekommen wäre, wenn man bei der Mauer einfach geradeaus weitergegangen wäre. Da befinden wir uns jetzt genau an der Stelle, wo wir auf unserer Wanderung zum Eichkogel abgezweigt sind. Da nach links in den Wald hinein. Machen wir heute nicht. Heute gehen wir da auf der Waldautobahn. Ja, dort wo jetzt Wiener Hütte angeschrieben gestanden ist, haben wir einen kleinen Trampelpfad gewählt. Nicht weil wir nicht zur Wiener Hütte wollen, sondern weil wir mit einer schöneren Aussicht zur Wiener Hütte wollen. Kann man jetzt alles überblicken, was wir jetzt heute noch gehen werden. Da den Höhenzug in Richtung Westen und auf der anderen Seite alles wieder zum Ausgangspunkt zurück. Ja, da drüben sieht man lebhaften Betrieb bei der Wiener Hütte. Den geben uns wir nicht. Wir nehmen uns da dieses tolle Rastplatz halt, gell? Ja, die Wiener Hütte, Corona-bedingt geschlossen, wie alles andere auch, ist für uns heute kein Ziel. Für viele andere, die ihre Kinder da per Auto hergekarrt haben, damit sie den Spielplatz genießen können, allerdings schon. Jede Menge Wegweiser, ja. Karlsburg, Rodan, wo wir herkommen. Da könnte man hinuntergehen in Richtung Breitenfurt, das wollen wir aber nicht. Sulz, Wöglerin, Hochroderd, da wollen wir hin. Ja? Doktorberg heißt es da. Vermutlich, weil sich andere Leute da keine Wohngegend mehr leisten können. Ja, Futterhäuschen, blühender Kirschbaum und ein Kreuz. Dem sieht man das Kreuz an, dass das ein rotes Kreuz sein soll, gell? Also von diesem Bründel da preisen manche Wegweiser allerdings kein Trinkwasser. Ja, trinken, wenn es schon da steht, dass kein Trinkwasser ist, da ist das eher nein. Und damit ist auf dieser Tour Trinkwasser auch ein Thema. Man soll sich schon ein bisschen was mitnehmen. Das sind doch ungefähr 27 Kilometer. Bitte.
Ja, schau, da vorne ist ein beliebter Rastplatz. Lauter Eichen sind da. Wenn du das genau zählst, weißt du, wie der Rastplatz heißt. Der Rastplatz da sind die sogenannten 7 Eichen und wer genau nachzählt, kommt drauf, das ist nicht gelogen. Ja, und nicht nur das, da ist jetzt nämlich kein Shared Trail mehr. Ja, das ist ein sehr matschiger Wald, ein Wildschweinparadies. Besser als die Alternative ist das allemal, gell? Da ist jetzt bergauf gegangen, gell? Aber jetzt ist Schluss mit bergauf. So, die Gegend lässt uns da über nichts im Unklaren. Wir kommen aus Kaltenleut geben wollen nach Hochroterd oder zumindest in die Richtung Abzweigung Wölgeri ist dann blau. Da vorbei mit den Mountainbiker-Horden und dem Kindergekreische. Kann uns maximal einer Wildschweinhorde begegnen. Ja, das ist der Nachteil, wenn man sein großes Stativ zerstört. Die Möglichkeit für Vorbeigeszenen ist plötzlich deutlich eingeschränkt. Wenn man sich an das mal gewöhnt hat, dass man das Ding einfach irgendwo hinstellt, dann soll man gar nicht mehr glauben, was das für eine Umstellung war. Ja, wenn es da überhaupt irgendwas zu bemängeln gibt, dann dass es wenig aussichtsreich ist. Ja, die gute Nachricht ist, es gibt Aussichten auf Besserung. Etwas versteckt ist die Markierung da. Muss man wissen, dass man da nicht entlang der Forststraße weiter darf, sondern da wieder in einen schönen kleinen Steig einmündet. So, wir müssen da jetzt nicht hinauf. Da gehen wir jetzt dann in Richtung des Eichbergs. Wir dürfen da jetzt nach links. Den Gipfel lassen wir aus. So, schon von weitem. Jede Menge Markierungen. Ganzer Wald von Markierungen. Schaut einmal, da alles. Da drüben auch alles. Da hätten wir ja nur ja nicht fehlgeht. Hochroterd, Wöglerin, Sulz bzw. Sulzer Höhe in Blau und das ist auch unser weiter Weg da. Da legst du nicht, da hat sich der Baum gedacht. Ja, eine neue Markierungsfarbe begleitet uns nämlich gelb in Richtung der Sulzer Höhe inzwischen. Da haben sich da oben einen ganz einen luxuriösen Wasserbehälter geleistet. Schau. Es ist wirklich ein Wegerl und keine Forststraße. Wenn man das aufmerksam beobachtet, merkt man, wir sind jetzt, naja, ein bisschen über 500 Meter vielleicht. So um die 500 Meter herum eigentlich, ne? Und die Vegetation sieht so aus, als ob sie ein bisschen einen Rückstand hätte.
So, ja, die Sulzer Höhe ist erreicht. Ein großer Parkplatz, da wird noch ein bisschen mehr los sein. Bushaltestelle, falls man ermattet nach Hause fahren will. Und jede Menge Optionen, unter anderem auch eine Baustelle. Ja, da drüben bei der Baustelle müssen wir nicht durch. Aber da gibt es eine Alternative. Man kann da hinein. Ja, einfach der gelben Markierung weiter folgen. Da sind wir sogar an einer Quelle vorbeikommen. Bin sehr gespannt, ob die Quelle tatsächlich existiert und funktioniert. Ihr habt das gehört, Schlammalarm. Ja, eine überlegenswerte Alternative dazu gehen. Schaut mal da vorne. Da sieht man den Schneeberg. Ganz wunderbar. Glänzend weiß. Da ist noch genug Schnee, der wird seinem Namen gerecht. Hä? Ach, der Unterberg hat noch Schnee. Da sieht man die schneebedeckten Schneisen. Ja, wir sind da ziemlich am Ortsrand von Sulz und können uns da jetzt überlegen, ob wir dieses windschiefe Rasbankerl benutzen wollen oder noch ein bisschen weiter oben. Bis zu diesem auffälligen ziegelroten Haus und dann nach rechts über die Wiese, da soll es für uns einen Rastplatz geben. Schäferhütte, Höllenstein, Norweger Wiese, Wildeck. Klingt sehr günstig. Da hinüber. Jetzt kann man da ein bisschen Rückschau halten. Der Höhenzug da im Vordergrund. Den ganzen sind wir überschritten. Ja, eine große Baugrube verwehrt uns den Weg zu den Wegweisern. Was ist da mal passiert? Hm? Mhm. Wasser, Kanalisation, spannend. Ja, Gasthof Wögerin, wollen wir alles nicht. Ramasek wollen wir auch nicht. Kalten Leut geben, Schloss Wildeck, Kreuzsattel. Da in die Richtung wollen wir. Ja, sehr uneinheimischer Spruch, aber schön musst du nicht sein, Glück musst du haben. Das Bankerl ist gerade eben frei geworden, hat man aussichtsmäßig schon schlechter gesehen, gell? Ja. Kann man nicht klagen, oder? Nee. Gibt es was anderes außer ja und nein auch noch, weil dann drehe ich die Kamera nicht wieder an. Wunderschön, ich bin froh, dass ich da bin. Und dass das Bankerl frei ist. Sehr gut, habe ich da doch noch was entlockt. Ja, das gastliche Bankerl auf der Sulzer Höhe lassen wir hinter uns. Da haben uns jetzt der Müsli-Riegel und das Wasser sehr gemundet. Und jetzt geht es weiter in Richtung Sulzberg. Man könnte auch da drüben aufsteigen über die Vorstraße. Machen wir aber diesmal nicht. Wildeck, Sittendorf, Stockerwirt, Dornbach. So, zur Linken. Gegangen jetzt zum bekannten Forstweg und da dem Kamm folgend geht es jetzt über den Sulzberg. Ja, die Anstiegsmühlen lohnen. Es gibt ein bisschen einen Ausblick. Ja, bar jeglicher Markierung ist der Anstieg zum Sulzberg wenig besucht. Die Massen wälzen sich alle auf den markierten Alternativen dahin. Das genießen wir. Da drüben sieht man ein Gipfelkreuz. Magst du das besuchen, das Gipfelkreuz? Der Sulzberg mit 606 Meter ist er da angeschrieben. Ja. Ein bescheidenes Kreuz, ein Steinhügel und eine bescheidene Aussicht. Aber es gibt ein Gipfelbuch, schau, da kannst du dich eintragen. Das ist ja fast noch unbeschriftet, ne? Ja. Also 24. Wie könnte man zählen ohne Finger, ne? Ja. Ja, wie war, gell? Mhm. Wenig bekanntes Fleckchen. Ich habe schon gewusst, dass das Fleckchen gibt, aber ich war auch noch nicht da. Also der Gipfel ist tatsächlich wenig besucht. Aber man soll es nicht entgehen lassen, es sind wenige Meter. Muss man natürlich wissen, aber jetzt wisst ihr es ja, weil deswegen haben wir das Video gemacht.
Ja, da hat sich der Jäger einen Palast hingestellt, hä? Da drüben schau ich die Schöpfelhütte zum Segen. Siehst du das? Dort. Da gehen wir da jetzt um. Ja, mangels sichtbaren Weiterwegs, der uns da direkt der Josef-Schöffel-Hütte entgegengeführt hätte, sind wir dann doch auf die Vorstraße zurückgekehrt. Damit haben wir uns die Höhenmeter hier auch nicht erspart. Ja, wenn es von oben her sichtbar gewesen wäre, hätte man da über diesen Weg kommen können. Allerdings habe ich über die Wiese nicht absteigen wollen, deswegen sind wir da also über die Forststraße gekommen. Kreuzsattel, ca. 15 Minuten und da vorne ist die Josef-Schöffel-Hütte. Ja, das ist auch die letzte Gelegenheit für einen schönen Ausblick da in Richtung Lindkogel und den inzwischen ziemlich diesig verdeckten Schneeberg da. Bevor wir da jetzt Achterbahn fahren auf der Vorstraße, gehen wir da rechts vorbei, schau. Bekanntermaßen sind wir da jetzt am Kreuzsattel, wo der 6er und der 1er abzweigen. Zu Sulz wäre schon wieder eine Stunde. Heiligenkreuz-Hittendorf, Wiener Wallfahrerweg 0106. Ja. Ja, da hinter mir bei der Abzweigung, da wären wir hinuntergekommen zur Wassersprengung und auf der anderen Seite hinauf wären wir gekommen zum Höllenstein mit dem Schutzhaus oben. Und das, was da so großartig angeschrieben ist, die Seewiese, das erreichst du, wenn du da weiter dahin trottelst. Ja, Geißberg steht da, schau. Ja, da sind wir schon mal gewesen, aber nicht wir beide. Oder wir beide waren zumindest bei der Unterstandshütte, aber ich mit dem Ausreichel, allerdings bei deutlich mehr Sonnenuntergang. Da sagt uns niemand, wo es hingeht, schau. Der Wegweiser ist auf der anderen Seite. Sagt der Wegweiser da, ha? Geißberg, sagt er. Na gut. Ja, dieser abweisende Mugel da ist nicht der Geißberg. Das war ganz schön felsig. Da geht es nämlich jetzt auf den Geißberg nach rechts bergan hinein. Er ist nicht sehr gut markiert, dass da wohin ginge. Bei dieser Föhre, bei dieser Doppelten, da sind jede Menge Leute. Da werden wir dann über die Vorstraße drüber kommen. Der Geißberg ist da vorne. Ja, der Gipfel, beziehungsweise der falsche Gipfel, ist gut besucht. Da ist schon wer vor uns. Geißberg-Gipfel habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Von daher haben wir den jetzt nur überschritten und die Leute nicht weiter belästigt. Das Gemeine ist ja, das ist nur ein Scheingipfel, dieser felsige Aufbau da. Denn der richtige Geißberg ist da vorne, schau. Ja, immer noch unspektakulär, der Geißberg. Aber überschritten ist er. Ja, hinaus geht's bei frischem Wind auf die Seewiese. Das kennen andere auch, das Platz noch immer Sicht. Ja, wenn man den idyllischen Wald vermutet, wälzen sich inzwischen die Massen. Es ist auf der Straße allerdings fast schon unvermeidlich an diesem schönen Samstag. Ja, der Wienerwald wird immer weniger schön. Gemein, gell? So, dieses hübsche Wiesenwegerl da ist eigentlich die schönere Variante. Und auch die einsamere Variante. Da türmen sich nicht die Massen. Da ist der geheimnisvolle große Flößlberg, auf dem passt noch nie. Du wirst da heute nicht hinkommen, gell? Schau, Seewiese. Hat tatsächlich einen See ausnahmsweise einmal.
ist ein Feuchtgebiet und da unten steht auch das Wasser. Ja, wenn man immer am Kampfer bleibt, dann wird es da schon einmal ordentlich Höhenmeter dazugeben. Dafür ist es aber auch schön, weil jetzt haben wir nämlich fast niemandem mehr begegnet. Schau, noch ein versteckter Gipfel. Und unten steht Großer Sattelberg, 584 Meter. Gedenkkreuz für Willi Kreuzer, das passt doch. Besteiger aller 3000er Österreichs. Kannst du ja auch verewigen. Und da hätten wir einen Rastbankerl, schau. Das nehmen wir, oder? So, nach getaner Arbeit kann man das wieder verschließen. Und wir machen uns auf den Weg. Ja, nachdem es noch kein Geruchs-YouTube gibt, müsstest du mir das glauben, dass es da richtig toll nach Bärlauch duftet. Ja, lebhafter Betrieb auf der Kugelwiese. So, jetzt stankel wird da unten das Gebäude zum sehen. Und wir umgehen das hier oben, diesen Trubel, haben nur wenig Trubel. Ja, ganz ohne Gegenanstieg geht es da auch nicht ab, aber die gute Nachricht ist, auch wenn man auf der Forststraße geblieben wäre, wäre es nicht ohne Gegenanstieg gegangen. Die Waldandacht, die lassen wir jetzt aus, weil das wäre nämlich noch der letzte Gipfel, der mir einfallen darf. Stattdessen werden wir da jetzt geradeaus weiter wandern, schau. Bei jeder Menge Wegweiser geht es nämlich auch hinunter in Richtung Berchtoldsdorf. Ja, Berchtoldsdorf, Hürtlerallee. Also nachdem wir die Forststraße konsequent gemieden haben, machen wir das da jetzt auch und gehen in Richtung des grünen Pfeils. Das ist auch ganz hübsch da. Das ist jetzt das letzte, was man wirklich nur als Single Trail gehen kann, als Steigerl. Alles andere ist dann schon fast auf einer Forststraße. Den schönen Ausblick, den kann man da genießen von dieser Warte aus. Inzwischen haben wir es also auf der grünen Markierung aus dem Wald heraus geschafft. Und was ist? Mein Akku ist natürlich leer, das ist eh klar. Deswegen Ersatzhandy. Ja, aber jetzt ist eh nicht mehr viel. Weil es geht eigentlich nur mehr durch Berchtoldsdorf durch. Auf den Weg, den ich euch vorher eingeblendet habe. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder fast zu Hause. Ja, die Leute wissen alle, wo es schön ist. Wir wissen das auch. Ich hoffe, nach dem Video wisst ihr es ja auch. Ich mache jetzt noch keine Abmoderation, weil das ist Fahrt. Die machen wir dann zu Hause im Garten mit frisch gestärktem Handy. Und jetzt werden wir halt noch ein paar Impressionen von unserem letzten Abstieg einfangen. Ne? Jetzt inzwischen sind wir wieder im Fliederwald angekommen. Die Aufnahmen durch Berchtesdorf, die haben wir jetzt weitgehend gespart. Es waren unglaublich viele Leute unterwegs. Das ist an diesem schönen Samstag allerdings auch kein Wunder. Ja, das war es also jetzt von meiner Tour gemeinsam mit der Mama. Von der Haustüre und zu der Haustüre. Über den Zugberg, die Wiener Hütte. Ja, die Sulzer Höhe. Den Sulzberg. Den Geisberg. Und so weiter und so fort wieder hinunter nach Berchtesdorf. Ich bin gerade dabei und vielleicht sichten wir sie mal bei einer anderen Tour. Haben wir einen kleinen Trampelpfad gewählt. Nicht weil wir nicht zur Wiener Hütte wollen, sondern weil wir mit einer schöneren Aussicht zur Wiener Hütte wollen. Wo wollen wir? Bei was müssen wir auf los gezogen, wenn es eh gar nichts gegeben ist? Okay. Na gut. Aber es schaut ja nicht gerade überfüllt aus, oder? Ah, bist du narisch. Wieso bist du narisch?
Schau dir die Steigung an. Na, schau einmal, wo die aus ist, die Steigung. Und ein improvisiertes Rastbankerl geht's auch schon. Ja, komm ich nicht mehr auf wahrscheinlich. Was bellt herum? Schnauf, schnauf, wow, wow. Bist schon angestrengt? Da hat er ein Blechlabyrinth errichtet, ein dreidimensionales Haus, was uns da alles entgegenkommt. Leute sind sehr entgegenkommend da.